Hey, ich fahre ja mit dir. Das ist unglaublich. Das wird mir unheimlich langsam hier. Ey, das ist ja ein Bild für die Götter. Ohne Witz. Meine Lieben, zwei gut gelaunte Leute sitzen vor ihren Lenkerrädern mit Headsets auf und warten hier gespannt auf den Start des Rennens in Ungarn. Heute geht's also um Punkte und vor allen Dingen der Barney möchte endlich das erste Treppchen der Saison. Hallo Barney. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite hier zum Rennen am Hungaroring in Ungarn. Und der Baumi hat es angesprochen, also wir haben super Qualifying erlebt. Ich auf Platz 2, der Baumi auf Platz 1. Und der Esel nennt sich immer zuerst, Entschuldigung. So muss das sein. Und von daher natürlich berechtigte Hoffnungen heute auf ein Doppeltreppchen für das Team Lotus. Also ganz klar ist heute irgendwo so ein bisschen mein kleines Ziel. Das wäre natürlich ein Riesending, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und ja, von daher liegen da jetzt auf jeden Fall, wenn wir mal auf den Bildschirm kurz klicken, 18 Runden vor uns. Okay, 18 Runden haben wir, also Renndistanz. Ja. Also das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich und ich glaube, wir dürfen uns da auf wirklich tolle 18 Runden freuen, wenn das Ganze unbeschadet läuft. Und das ist nämlich die große Frage. Klappt es? Also die erste Kurve, der Weg ist nicht allzu lang, aber die Kurve macht zu. Da ist nicht zu viel Platz am Ende. Deswegen, da müssen wir echt aufpassen, dass wir uns da nicht gegenseitig die Kisten kalt verformen. Das wäre schon irgendwie nicht so gut. Absolut. Absolut. So, und wenn wir schon beim Rennen sind und bei Kurve 1, dann schauen wir doch mal flott in die Rennstrategie. Also wie es letztendlich ausschaut. Runde 8 wird mir vorgeschlagen mit den angefahrenen Weichen aus dem Q3 letztendlich dann auf die härtere Mischung zu wechseln. Also ich denke mal, ich nehme an sich diese Runde 8 mal wahr. Ja, bei mir sagt er Runde 7. Ist klar, ne? Wir können ja nicht gleichzeitig reinfahren. Das ist halt das Problem. Ja, ich meine, wir können es ja dann unterm Rennen dann letztendlich trotzdem noch abstimmen. Ja. Solltest du länger fahren können oder ich länger fahren kann, dann können wir das immer noch ändern. Von daher, ganz genau. Angepeilt mal Runde 8 bei mir. Benzinstrategie wird normal sein, weil ich glaube, dass auch das Spiel Formel 1 2013 diesen Bug ja noch nicht überarbeitet hat. Und von daher bringt es nichts, auf vorsichtig oder auf aggressiv zu fahren. Von daher normal die gute Mittellösung. So ist es. Das ist dann halt echt schade, ne? Weil das macht irgendwo natürlich auch Spaß, ein bisschen mit Benzin zu kalkulieren. Da ist noch so ein bisschen Würze da drin, wie wir das am 12er hatten, aber wenn das halt hier nicht funktioniert, wir können es für Codemasters nicht selber machen. Ja, absolut richtig. Okay, dann hätten wir das. So, normal, alles schön eingestellt und dann können wir eigentlich sagen, hören wir uns gleich in der Startaufstellung. So ist es, Leute. Bis gleich. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst, Leute. Natürlich stehe ich außen. Ich starte ja sowieso immer wie so eine alte Oma mit Krückstock. Und dann noch außen stehen. Und der Barney hat die Innenseite Alonso hinter mir. Der wird sich auch schon die Hände reiben. Euch ganz viel Spaß hier bei den 18 Runden in Ungarn. Ja, viel Spaß, Leute. Gucken wir mal, wie Kurve 1 letztendlich jetzt laufen wird. Boah, ist der Alonso gut weggekommen. Ja. Da innen ist irgendwas gewesen. Ich glaube, ist alles gut. Wie sieht's bei dir aus? Platz 4. Der Hamilton auch noch vor. Der Hamilton auch noch vor, ja. Ich hatte einen dicken Quersteher, erste Kurve. Ausgang. Ja, ich auch. Bin auch brutal quer gestanden. Hab mir jetzt Gott sei Dank den Hamilton gleich wieder krallen können. Ja. Bin jetzt hinter dem Fernando Alonso. Ich bin erstmal weit gegangen, jetzt gerade die eine blinde Kurve, wie wir immer so schön sagen. Blinde Kuh. Bin gespannt, ob wir, sagen wir mal, uns absetzen könnten, wenn wir vorne sind. Also in meinem Fall wird es schon passen. Bei dir natürlich, du müsstest den Spanier noch kassieren. Du könntest natürlich für mich Schützenhilfe leisten, logischerweise. Ah, Hamilton hat mich jetzt wieder gekriegt. Also Alonso ist brutal schnell. Habe ich mich ein bisschen vertan. Nach der Schikane in dem engen. Ja. Da darf man nicht so drüber fahren. Das ist so eine Einhängkurve. Oh, ich fress die Reifen. Das ist schlimm. So, Hamilton, also der holt jetzt aber ordentlich auf Alonso auf. Ja, der ist richtig schnell. Hinter mir ist Rosberg.
So, also DRS ist noch nicht offen. Da bin ich mal gespannt. Das ist natürlich hier runter, haben wir schon gesagt. Nach der ersten Kurve ist es blödsinnig. Da kannst du das echt überhaupt eigentlich zulassen. Weil auf dem kurzen Stück wirst du keinen überholen. Ja, das ist wohl wahr. Schon wieder so weit hier unten. Ja, und hier bei der Schikane, wie gesagt, da muss man halt wirklich gucken, dass man das Große da, das Hohe nicht mitfährt. Wow, wow, wow. Tut mir leid, Leute, aber die Curbs sind zwar nicht so hoch, wie man sieht, aber die machen ordentlich Lärm. Vom Lenkrad her, Hamilton. Der Barney kommt, man sieht's unten. Der vierte Punkt ist der Barney. Muss man sagen, ich habe das Kers bis jetzt nicht so gut genutzt. Habe ich zu viel übrig gelassen. Ja, ich bin weiterhin 7/10 hinter dem Hamilton. Also komme da auch überhaupt nicht zum Angreifen. Das Problem ist wahrscheinlich, er hat auch DRS, könnte ich mir vorstellen, von Alonso. Ja. Also der Hamilton ist auf jeden Fall richtig schnell und du kannst dich schon ein bisschen absetzen vorne. Weiß auch nicht, ob du schon außerhalb der DRS-Zone bist. Ja, also jetzt momentan sagt er mir 1,8 Sekunden. Ich habe das Gefühl, dass die Reifen nicht allzu lange halten. Bin mal gespannt, Runde 7. Wie das sich dann darstellt. So, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Messpunkt 2,2. Und dann haben wir 0,6 Sekunden dahinter, haben wir Hamilton schon. Und dann den Barney dahinter. Also quasi ein Rattenschwanz, wie er es immer so schön nennt. Genau. Also der Ingenieur sagt gerade, dass Hamilton wahrscheinlich gleich reinkommen wird. Also Alonso konnte das nicht halten. Ich habe ja am Anfang gesehen, dass eigentlich nur er mitkam. Der war ja richtig dicht dran. Und dann war schon das große Loch. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen eingebrochen. Ja, das stimmt. Der Hamilton sitzt ihm jetzt richtig im Nacken. Ich habe jetzt ein bisschen Anschluss verloren. Aber nach hinten ist bei mir auch alles safe. 2,5 Sekunden auf Nico Rosberg, der da eine ordentliche Gruppe hinter sich herzieht. Also da dürften ein Vettel drin sein, ein Weber wahrscheinlich. Weber, ein Massa. Ja. Und dann Imo, die beiden McLaren wahrscheinlich dahinter noch. Ja. Ja, schnapp ihn dir, Ingenieur. Wie soll ich da vorbeikommen, sage ich schon. Vorbeikommen. Ich kann ja nicht mal angreifen. Der Ingenieur ist der Beste. Der hat quasi ein, der hat quasi ein Diplom in Dummlabern. Ja, Entschuldigung, gerade. Gerade ein Frosch im Hals. Frosch wollte ich nicht. Der würde sich draußen bei dem Wetter besser wohlfühlen. Also noch gehen die Reifen auf jeden Fall. Ist halt nur die Frage, wie lange das noch so sein wird. Jetzt bin ich vorne ein bisschen weit gefahren. Das ist, wenn du von der Ideallinie abkommst und dann in die Marbles reinfährst, also quasi den Reifenabrieb. Das ist dann wie Schmierseife. Ja, das stimmt. So, teilweise mit den Ecken hier quer raus. Ich fahre mehr Rallye als sonst irgendwas. Aber schnell. Das ist das Wichtigste. Da hast du recht. Ich muss natürlich mal schauen, wie es die Reifen mitmachen. Das leidige Thema. Ein bisschen rutschiger werden sie langsam. Alonso's
Du musst mir Bescheid sagen, also wie es dann aussieht, ob du dann früher rein willst. Ja. Ja, das war schon 7 Zehntel langsamer als vorher. Also ist nicht mehr wegzudiskutieren. Aber die anderen sind noch langsamer. Können wir mal reingucken, wie die Reifen aussehen. Also links vorne habe ich mein größtes Problem. Es ist eigentlich genau wie in Monaco gewesen. Ja, ich würde die Runde 7 nehmen dann. Ja, dann mache ich die 8. Langsam wird's heftig. Ja, vor allem teilweise jetzt am Ausgang mit den Kurven. Da merkst du das richtig. Oh, ich muss jetzt auch nach vorne schon richtig abreißen lassen. Alter Schwede, ich bin nur noch am Rudern. Himmelarsch. Du weißt ja noch, wo ich am Anfang gesagt habe, von wegen, warum die hier nicht die roten Reifen mitnehmen. Oder nicht mitgenommen haben. Kannst du dir das vorstellen? Auf den Supersoft hier zu fahren? Alter Schwede, die halten vielleicht 2 Runden. Das wäre eine Vollkatastrophe geworden. Also ich habe im Training bzw. Q1 bin ich mit den ganz alten mittleren nochmal gefahren. Also quasi denen aus dem Training. Weil ich ungefähr wissen wollte, wie das hier ist. Auf der Strecke, wie sich da abgefahrene Reifen äußern. Ja. Da habe ich dann schon so eine kleine Befürchtung bekommen, wenn die Weißen schon so abgebaut haben, beziehungsweise rutschten. Alter Schwede, ich bin in den Kurven sowas von quer. Ja. Mir ist jetzt mittlerweile auch fast Rosberg wieder dran. Ja, der links vorne, der links vorne. Der macht jetzt schon richtig dicht. Ja, Alter, was ist denn los mit euch? Mörderkollision hier im 2. Sektor. Mit dir? Ja, Mann. Und jetzt? Ja, es ist jetzt nicht so weit passiert, aber meine Reifen sind tot. Ich fahre auf der Felge. Kannst du, also so gefühlt. Ja, also ich bin weitergefahren. Nächst. Massa rennt mir hier rein. Ich kann nicht mehr lenken. Alter Schwede. Ja, links vorne ist, wie gesagt, das große Problem. Dass der sehr abbaut, sehr schnell. Alter Schwede, bin ich weit jetzt zurückgefallen. Oh Mann, ey. Ich habe einen Reifenverschleiß, das ist nicht mehr feierlich. Also das war jetzt nicht mehr feierlich, was da jetzt abging. Ich hatte das Auto gar nicht mehr unter Kontrolle. Also die Reifen waren rot in der Anzeige. Ja. Das habe ich immer noch nicht gehabt. Also anscheinend ist da bei dir wirklich dann vom Lenken her noch aktiver als bei mir. Wahrscheinlich eher die Hinterreifen mehr. Ja, bei mir ist eigentlich nur. Ja, bei mir ist eigentlich nur, wenn man so will, der vordere linke richtig rot. Das ist heftig, ja. Die Jungs hinter mir sind, glaube ich, auch so spät. Vom Gefühl her. Ja, und jetzt haben wir noch ungefähr 19 Runden auf den Weißen. Und das kann ich jetzt schon mal sagen, das wird am Ende auch nicht schön. Das haben wir mal. Da habe ich mich ja schon von überzeugen können. So, 3,1 Sekunden hat es gedauert, also sehr schnell. Ich glaube, die Jungs hinter mir waren auch drin. So, da ist ein Red Bull vorne vorbeigefahren.
Hamilton ist vorne. War der drin gewesen? Das ist eine gute Frage. Er muss ja eigentlich, oder? Ja, ich denke. Würde quasi bedeuten, wenn der mit dir reingefahren ist gleichzeitig. Das kann man doch jetzt wieder Auto nennen. Nicht irgendeine Eislaufprinzessin oder sowas. Aber ich bin so weit zurückgefallen. Ich bin Zehnter nur noch. Wie sieht's denn bei dir vorne aus? Lässt dich das anknüpfen? Ja, 2,9 Sekunden auf Rosberg, der vorher Vierter war und der dann voll in mich reingeknallt ist. Zum Glück ist an meinem Auto gar nichts kaputt gegangen. Hab dann auch nur eine Verwarnung bekommen. Also ich konnte eigentlich fast nichts für. Und dann hat es da richtig gescheppert, also da ging es richtig ordentlich ab, aber ich beiß mich da jetzt brutal ran, also ich bin viel schneller wie die. Frage ist halt, wenn ich jetzt schon wieder zu aggressiv fahre, dass dann eventuell am Ende wieder die Reifen das große Problem werden. Das ist nämlich echt das Problem. Oder die Preisfrage. Also ich bin richtig schnell unterwegs gerade. Ja, man sieht's. So, anscheinend waren jetzt nochmal welche in der Box. Ich bin jetzt vor auf Platz 7. Ja, der Hamilton, der war doch nicht schon drin gewesen. Der ist durchgefahren. Also ich weiß nicht, wie der das mit den Reifen gemacht hat. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Wow. Auf jeden Fall in Reichweite habe ich zwei Autos. Das ist Rosberg und... ich glaube Webber. Ich tippe einfach mal auf Webber. Also auf jeden Fall ist es ein... Webber ist eben reingefahren. Ein Red Bull. Ich müsste halt in den DRS-Raum wiederkommen. Ja. Also aktuell sind es 1,0 Sekunden. Was habe ich mit dem Benzin gemacht? Ich muss jetzt schon sparen, ich habe jetzt optimal stehen. Ich habe nicht auf Fett gefahren. Ja, ich auch. Also du verbrauchst hier einfach durch die hohe Drehzahl permanent, dieses Durchdrehen. Da braucht der so viel. Ja, das stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall Webber vor mir. 1,6 Sekunden. Hab jetzt Rosberg überholt. Bei Webber musst du halt gucken, der hat auch neue Reifen. Der ist nämlich sozusagen in der Runde nach mir reingefahren. Also war noch vor mir gewesen und ist dann abgebogen. So, 12 von 18. Ich bin mal gespannt. Wie sieht es hier aus mit den Reifen? Ja, es geht. Ist jetzt nicht so schlimm. Vom Abbau. Ich habe das Gefühl, dass da hinten die beiden sich schon wieder ordentlich geben, der Hamilton, der Alonso. Wer ist aktuell auf Platz 2? Alonso. Alonso noch. Ja. Okay. Der Rosberg bleibt mir jetzt gut im Nacken, also ich konnte gut ranfahren, aber wegfahren kann ich gerade nicht. Also hast du mal irgendwie gesehen, ob das DRS es Sinn macht? Oder sagen wir mal... Ja, ich konnte dadurch mit DRS und Windschatten... dann in Kurve 1 den Rosberg ausbremsen. Okay, also bringt's dann mal statt und Ziel schon was. Ja, statt und Ziel schon in der nächsten Geraden dann nicht.
wie wir es ja auch erwartet hatten. Ja. Da kommen sie wieder beide. Der Himmel ist aber meistens zu weit weg. Also die Gerade. Der kommt am Ende nah. Das ist dann halt, ja, zu spät. Müsste früher nah dran sein, dass er da auch wirklich angreifen kann. So, der Rosberg hat jetzt abreißen müssen und ich hänge den Mark Webber da im Heck. Bin mal gespannt, wie es da noch weitergeht. Platz ist? Platz bin ich 6 und Webber 5. Und wie sieht's dann vorne aus, weiter vorne? Ja, der vor Webber hat schon einen ordentlichen Sicherheitsvorsprung. Ich tippe da mal auf Felipe Massa. Das kann gut sein. Aber ich bin nichtsdestotrotz ein bisschen zu weit weg, um richtig anzugreifen. Und wie ist es, sag mal, hast du schon mal probiert, wenn du die Kehrs aufsparst und das dann quasi alles in die letzte Kurve? Uiuiui. Jetzt habe ich mich vorbei. Boah Gott, das hätte eigentlich eine Strafe gehen müssen, das war unfair. Alter, hast du, hast du dich... Ich habe mich voll verbremst, Kurve 1. Und bin dann so vor den Webber reingerutscht, habe ihn so leicht an der Seite berührt und mich dann vorbeigeschoben. Also du hast dich quasi vorbeigemaldonadot. Ja, das war jetzt nicht fair. Jetzt muss ich gucken, dass ich ein bisschen Reifen sparen fahre, weil den Vettel kriege ich vorne nicht mehr. Ist der Vettel der vierte? Vettel ist vor mir, ja. Und dann... Dann kommt Hamilton Alonso, ja. Genau. Also jetzt wirklich, ich fahre jetzt wirklich locker. Also ich schaue, dass ich die jetzt hinter mir halte und die Reifen irgendwie aufsparen, weil das sind noch 4 Runden und die ersten gehen schon wieder in die orange Farbe über. Mhm, bei mir sieht es auch so aus. Gut, deine sind noch eine Runde älter, ne? Oh, da habe ich aber gerade gerudert. Mensch! Also solange mich die beiden nicht angreifen, ist alles... Muss ich halt jetzt nur für Startziel immer ein bisschen DRS... Ja. Bereithalten, bisschen Curse bereithalten, dann ist alles in Butter. Dann kommen die da auch letztendlich nicht zum Angreifen. Ich habe schon ein bisschen zu kämpfen mit der Rutscherei. Wie ich es richtig sehe, oh Gott, hier vorne fahren wirklich schon eine Runde, da hat der Ingenieur keinen Blödsinn erzählt. Jungs, was geht? Ja, ich fahre jetzt absolut Piano, weil sonst ist am Ende wieder Katastrophe. So, Benzin ist in Ordnung. Bianchi habe ich jetzt vor mir. Ja, die Jungs machen schön Platz. Sean Williams, ich habe Angst. Maldonado. Crashonado. Jetzt macht er wieder langsam hier vorne. Es ist Bottas. Fährt daneben. Oh, Junge, Junge, Junge. Der fährt neben die Straße, kommt wieder raus, genau vor mir. Ich hab
leicht hinten getroffen, aber nichts kaputt gegangen. Bei dem nicht, bei mir auch nicht. Also bei mir ist es jetzt ein Kampf gegen die Reifen. Das muss ich wirklich sagen. Der vordere linke neigt schon sehr zu dunkelrot. Ja. Aber mit den Weichen, da war wirklich alles auf rot, 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 rot. Also das war quasi schon die rote Ampel. So nach dem Motto, komm gefälligst jetzt rein. Ja. Er hätte keine Runde mehr fahren können. Wenn ich noch eine Runde gefahren wäre, dann hätte es mich wahrscheinlich 27 Mal gedreht. Also ich verliere jetzt auch brutal auf dem Vettel, aber das ist mir egal. Hauptsache den Platz an sich. Hauptsache ich sichere jetzt irgendwie den fünften Platz. Weil weit hinter Rosberg kommt nämlich nichts. Da ist auf der Minimap nichts zu sehen. Ja. Er sagt mir gerade, dass ich sehr gut mit dem Benzin umgegangen bin, das Rennen über. Ah ja. Danke, Herr Ingenieur. Er kann also auch nicht nur meckern, er kann also auch loben. Das war es jetzt erstmal wieder, Überrundete. Man kann sagen, also die beiden Ketcherham, die beiden Marusha und der Bottas. Ich glaube, irgendein Toro Rosso war da auch noch bei. Die sind hier quasi absolutes Schlusslicht. Es kommt nämlich erstmal wieder gar nichts mehr. Ich bin noch ein paar Mal wirklich hart an der Boxenmauer vorbei gewesen. Ja, ich fahr auch immer so haarscharf vorbei, dass ich mir denke, uiuiui, Millimeter weiter innen und du stößt an. Boah, ist das ein taktisches Rennen hier gerade. Jetzt hältst du im Kopf nicht aus. Letzte Runde. Jetzt gleich. Was machen die Jungs? Ja, die chillen hinter mir und denken sich, Barney, du Sack, lass uns vorbei, wir sind viel schneller. Ich fahr 25er Zeiten. Ich habe ihn gerade eben gefahren, 22. Ja. Aber ich hab's ja nicht einfacher hier vorne. Ich verliere pro Runde vorne auf den Vettel, ja, pipapo, 1,5 bis 2 Sekunden. Obwohl ich viel schneller könnte wie der. Ja. Aber das hat keinen Sinn. Mit den Reifen. Nee. Die werden jetzt langsam interessant. Also jetzt, erste Sektormessung, wird es jetzt kritisch. Also das Stückchen jetzt noch überstehen und dann... Mir geht der Sprit aus. Mir geht der Sprit aus. Stottert der? Der stottert. Gottes Willen, ich bin zwischenzeitlich... bin ich mal auf Mager gefahren, weil ich das gesehen habe, dass es schon auf Optimum war. Und dann hat ja der Ingenieur gesagt, gutes Fuel Management. Und dann war das wieder gut. Aber, ja, das habe ich aus freien Stücken gemacht. Normalerweise hätte der Typ dir das ja sagen müssen. Was ist mit denen hinter dir? Ja, die könnten viel schneller. Ich bringe keine 150 mehr zusammen. Alter, ich halte die noch hinter mir. Ich hoffe, das rollt nicht aus, das Teil. Oh mein Gott! Jetzt ist Rosberg vorbei. Rosberg ist vorbei. Da kommen sie, da kommen sie. Jetzt irgendeiner außen gewesen, Weber außen. Ob er das halten kann? 119, erster Gang. Siebter. Das ist doch ein Witz, oder? Der Weber noch vorbei. Auch noch, das ja. Ist doch ein Witz, dass ich, wenn ich das ganze Rennen auf normal fahre, ja, auf normalem Gemisch, dass mir dann am Ende der Sprit ausgeht. Mhm. Das war so mein Denkanschluss, deswegen hatte ich dir das auch gesagt, hier von wegen, ich fahre hier, ich bin hier auf optimal, sehr früh, ich fahre jetzt mal auf Mager. Oh shit, das mit dem Mager, das habe ich gar nicht mitbekommen. Verdammt, dann, weil sonst hätte ich das auch eingeschlagen. Ja. Oh shit, oh madre. Und dann bin ich dann nochmal eine Zeit lang auf normal gefahren und dann jetzt gegen Ende, letzten beiden Runden, habe ich das wieder runtergestellt oder letzte anderthalb oder was weiß ich. Ja gut, das bei dir so war es ja eh egal. Ja, ja. Aber, oh, übel. Das, wenn ich gewusst hätte. Scheißendreck.
Das ist echt schade. Also die Situation am Anfang, ich kann es ja leider immer alles nicht sehen, was da passiert. Also wo du so weit zurückgefallen bist, dann die Reifen am Arsch waren. Ich bin mal gespannt, wenn ich das Video sehe. Ja. Oh Mann, also das wirklich mit den weichen Reifen. Also so eine Katastrophe am Ende noch nie gehabt. Also wirklich gar kein Grip mehr. Also ich bin nur noch gerutscht. Und letztendlich dann halt kollidiert mit dem Rosberg, mit dem Massa, ne? Mit dem Massa, mit dem, auch mit dem Rosberg, mit dem Vettel, mit dem Button, glaube ich. Aber wir sehen es ja, wo ist denn Vettel? Ah ne, Vettel nicht, Schmarrn, nicht Vettel. Massa war da mit dabei. Also alle die, die hinter mir sind, die guten. Also Massa war da dabei, Button war dabei. Und ich glaube, Rosberg war auf jeden Fall auch dabei und Webber war da auch irgendwo mit drin. Und dann geht mir da am Ende der Sprit aus. Ich dachte mir, unfassbar. Mein Schwein pfeift. Was ist denn da los? Ich meine, wir hatten das ja öfters schon mal, ne? Also du weißt ja, die Rennen vorher, dass es dann irgendwann letzte Runde, letzte halbe Runde mal anfing zu blinken. Aber das war ja alles im Rahmen. Aber dass es jetzt wirklich so ist, dass die Kiste ja, dann schon stottert. Deswegen dachte ich mir jetzt auch eigentlich, dass es kein Problem sein dürfte, weil der hat jetzt, wann hat denn das Blinken angefangen? 1,5 Runden vor Schluss. Ja. Dachte ich mir, ja, ist normal, blinkt jedes Rennen. Eigentlich aber schon. Dass der natürlich dann beim normalen Gemisch wirklich nicht eine Sekunde auf Fett gefahren, dass der dann der Sprit ausgeht, eine halbe Runde vor Schluss, das ist natürlich ganz bitter. Dann konnte ich die noch lang hinter mir halten, aber dann am Ende, wenn er nur noch 110 fährt, der Kerl, dann... Das stimmt. Ich konnte das sehen. Also nicht. Ich habe ja die Kamera letzte Kurve hier. Und da konnte ich das sehen. Erst kam der Rosberg vorbei, dann du innen in der Kurve und der Webber war außen. Ja. Kam der vorbei geflogen. Und dann hat er anscheinend dann doch noch irgendwie geschafft, sich da vorbei zu quetschen. Ansonsten muss ich sagen, wäre ich mit dem 5. Platz aufgrund des mit dem Reifenthema zufrieden gewesen. Mhm. Aber der 7. ist natürlich jetzt bitter. Weil das sind dann doch 4 Punkte, die mir da jetzt fehlen. Scheiße. Du siehst es ja auch, wenn wir mal auf die letzten Runden gucken. Dass da absolut eine Sekunde zwischen dir ist und den nächsten. Hamilton, Alonso, Vettel. Wie kann man nochmal letzte Runde gucken? Oder die Rundenzeiten? Du siehst es ja dabei. Oh nein, jetzt bin ich weitergegangen. Ich dödel. Egal. Scheiße. Nee, so. Leute, dann sagen wir an der Stelle trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich denke, es war trotzdem ein erfolgreiches Rennen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. In Belgien. Bis dann. Ciao. Tschüss.